Ich freue mich auch sehr, in dieser Reihe sprechen zu dürfen und ein Thema Ihnen vorzustellen, das, glaube ich, sehr gut reinpasst, aber eine etwas andere Perspektive einschlägt. Sie wissen ja, dass Chakrabarty, Historiker, die Devise ausgegeben hat, Provincialization of Europe, also dass man Europa etwas sozusagen in Globalgeschichten etwas zurechtstutzen müsse. Und dem sind ja auch sehr viele Historiker gefolgt, in vielen jüngst erschienenen Publikationen so zur Weltgeschichte oder Geschichte der transatlantischen Beziehungen. Sind ja jetzt immer auch sozusagen der aktive Teil anderer Akteure als der Europäer hervorgehoben. Und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass uns damit jetzt auch kein, soll ich sagen, Zacken auf der ohnehin nicht mehr existierenden Krone herausfällt, sondern dass einfach einen objektiveren und auch faireren Blick auf die ja auch gemeinsame Vergangenheit auch dienlich ist. Und in diesem Zeichen steht jetzt auch mein Vortrag über ein Material, das Sie alle kennen, Sie vielleicht auch nicht. Ich hoffe sehr, dass am Anfang gesagt zu hören bin. Sonst sagen Sie es mir, dann habe ich mich neu einzuwählen. Also, wie gesagt, es geht mir um ein Material, das jeder wahrscheinlich heute schon einmal berührt hat. Also man kann sich dem gar nicht entziehen. Das ist, Koi sagte es schon, Kautschuk-Gummi. Wie an sich, man denkt, da werden so Spielsachen draus gemacht und verschiedene andere Dinge. Aber es ist für die moderne Gesellschaft mindestens so wichtig wie Stahl und Zement, weil es einfach Eigenschaften hat, die anderes Material in dieser Weise aufweist. Elastizität, also so eine Art Memory-Effekt. Das ist ein Stoff, der an seine Form erinnert. Ja, Gummibänder kennen Sie alle. Wenn ich die auseinanderziehe, wissen die aber irgendwie, dass sie eine Form hatten, die, ja, ich kann das also Ihnen jetzt nicht vorstellen. Ich kann das und etwas, was diese Eigenschaft auch hat. Oft ist es integriert, wie zum Beispiel in dieser Maske, ja, dann oder in Textilien ist es ganz viel Gummi, aber natürlich hauptsächlich für Autoreifen, LKW-Reifen, Flugzeugreifen wird Kautschuk verwendet. Also es ist ein Material strategischer Bedeutung, ohne dass Schlüsselinnovationen der Industriegesellschaft nicht möglich gewesen wären. Schlüsselinnovationen wie eben das Auto, Automobilität und Elektrizität, denn Gummi war das erste Polymer, das man auch tatsächlich dann verwendet als Isolator. Also das sind ganz, ganz zentrale Eigenschaften. Umso überraschender ist, dass man feststellt, dass Gummi eine indigene Erfindung ist. Und ich sage das ganz im Folgenden erklären, warum ich davon überzeugt bin. Es handelt sich also nicht um eine Entdeckung, dass man irgendeine Pflanze irgendwo entdeckt hat, die anderswo nicht ist, sondern es ist technisch errungen, eine Erfindung. Und darum geht es auch in der Erzählung Gummi, dass sich als Gummi-Narrative, also umlaufende Gummigeschichten, ich werde Ihnen die Aufmerksamkeit widmen, analysiere, kritisch analysiere und die dann auch in historisch erhebbaren Tatsachen auch konfrontiere. Das Ganze als ein Beispiel für eine Stoffgeschichte, also das sagte ja Herr Koi schon, ist natürlich sehr praktisch, seine eigenen Bücher in der eigenen Reihe publizieren kann. Aber ich habe das wirklich nur in diesem Namen verfolgt, das war meine Habilitationsschrift, weil es auch komisch gewesen wäre, wenn wir jetzt ausgerechnet woanders erscheinen lassen. Wir haben aber sicher mitbekommen, dass Stoffgeschichten im Moment ein geradezu boomendes Thema sind, also auch gerade in den historischen Wissenschaften. Inzwischen und auch international
gerade in den Environmental Humanities ein ganz starkes Interesse an Maturity und an methodischen Zugängen zu Stoffen und zum Malen fehlt. Das halte ich auch für eine ganz wichtige Aufgabe. Auch der Geografie dieses Thema auch nicht fremd, denn schon Ritter. Herr Böhnchen, ja. Den darf ich Sie ganz kurz unterbrechen. Leider ist es immer doch ein bisschen abgehackt. Wollen wir es mal versuchen, dass auch Sie Ihre Kamera ausmachen und dass wir dann nur Ihre Präsentation sehen? Ich würde, falls, ja, genau. Wir versuchen es mal, ob es dadurch besser wird. Vielen Dank. Ja, also ich will es mal hoffen, sonst wähle ich mich gleich nochmal ein. Genau. Also Karl Ritter, hatte ich gesagt, der Geograf ist ja jemand gewesen, der tatsächlich sich auch für Stoffgeschichten eingesetzt hat. Er hat das eine geografische Produktenkunde genannt und hat in der Erde sich auch ganz intensiv mit dem Zucker insbesondere beschäftigt. Also dem hat er wirklich viele hundert Seiten gewidmet. Auf den Kautschuk ist er kaum eingegangen. Zur Geografie. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, was ich heute gerne besprechen möchte. Ich werde gleich auch nochmal die Kamera anmachen, weil ich ein paar Kautschukprodukte natürlich auch bei mir habe. Ich habe so eine kleine Sammlung. Hier sehen Sie das Hauptprodukt, wo der Großteil natürlich der weltweiten Kautschukproduktion reingeht. Das sind die Autoreifen. Die werden heute aus synthetischem Kautschuk hergestellt, den man in Deutschland entwickelt hat, Buna. Das sind 2/3 der globalen Kautschukproduktion inzwischen. Man braucht aber Naturkautschuk nach Rohr für Hochleistungsprodukte. Und was ist das? Das sind zum Beispiel Reifen für Flugzeuge einerseits und andererseits Präservative. Also es gibt noch sozusagen, wenn es ganz wichtig ist, dass die Funktion stimmt, gibt es tatsächlich auch nach wie vor Bereiche, wo Naturkautschuk eingesetzt wird. So. Hier sehen Sie etwas von Wolfiesco von Puttkammer. Das war so ein Waldläufer und Fotograf und Indianerfreund, der auch fotografiert hat und in Goya sein Archiv hatte. Da habe ich auch Bilder. Das ist ein Mundukuru-Junge, der einen Gummischuh selbst anfertigt. Hat da Leisten, hat auch 2 Gummischuhe an und mit diesen werden wir noch weiter beschäftigen. So, erstmal ganz kurz zusammenfassen, und dann gehe ich gleich darauf ein, also sozusagen auf dieses Standardnarrativ, die Standarderzählung zur Erfindung des Kautschuks. Herr Koy, kann man mich jetzt besser? Es ist leider immer noch etwas abgehackt, also, aber versuchen wir es einfach so weiter, Herr Söntgen. Okay, ja. Also es tut mir total leid. Ich versuche es jetzt einfach weiter zu erzählen. Genau. Bei Stoffgeschichten geht es im Wesentlichen darum, Stoffe zu verfolgen auf ihren Reisen durch Raum und Zeit und Gesellschaften etwas über Gesellschaften und ihre Verbindungen durch Stoffe zu erfahren. Also das ist eine Methode, die aber mit anderen Methoden auch kombiniert wird. Aus analytischen Methoden, beispielsweise die Suffikation zum Raps, die stoffgeschichtlich und diskursanalytisch gearbeitet war. Mit wissensgeschichtlichen Methoden kann man das sehr gut kombinieren, mit geografischen Methoden natürlich. Dann kommt man mehr zu ressourcenstrategischen Arbeiten. Eine recht flexibel einsetzbare Methode, die aber eben erlaubt, auch tatsächlich Gesellschaften zur materiellen, natürlichen, ökologischen Umwelt zu erheben. Im Verlaufe von historischen Prozessen. Das ist etwas ganz anderes als Life Cycle Assessment oder Material Flow Analysen. Dabei geht es darum, dass man quantifizierbare Aussagen zu ganz bestimmten Bereichen bekommt.
politische Kontexte, Kulturkontexte werden ausgeblendet. Und das sind aber bei Stoffgeschichten natürlich Dinge, die wir gerade in Erfahrung bringen wollen. Und deswegen sind bei beiden mit supplementär, also Lifecycle Assessment und andere Formen, ja mehrere inzwischen, der ökologischen Untersuchung auch von Zyklen von Stoffen, von Bewegungen von Stoffen, von Mobilisierungen von Stoffen. Und das, was wir versuchen, ist etwas, womit das, was dort ausgeblendet auch wieder fangen werden, nämlich die kulturellen, politischen und historischen Kontexte von Substanzen. So, Bedeutung des Gummis in der modernen Welt, habe ich schon etwas dazu gesagt, steigt ungefähr im 19. Jahrhundert auf eine ungeahnte Höhe, die seither auch nicht abgerissen ist. 1851 auf der Weltausstellung in Paris war Kautschuk, wie man damals sagte, Gummi, Rubber, Fiber, wie es in der angloamerikanischen Welt heißt, Borracha in Portugal, Brasilien, Material, absolute Hit. Und Gottfried Semper beispielsweise, der Architekt, schrieb, der Gummi ist der Affe unter den Nutzmaterien. Und damit fing er irgendwie sowohl diesen ambivalenten Eindruck, dieses komische Substanz, die dermaßen drastisch ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein kolonialer Blick auf die tropischen Ursprünge dieser Substanz und letztlich auch was Kulturkritisches, wenn man so will, weil der Gummi eben überall einsetzbar ist. Das war schon damals deutlich. Andere Gummipioniere, die Weisheit Gottes und hielten ihn wirklich für ein Wunder. Und brauchte dann Gummi, als eben Elektrizität und Automobilität eben um sich griffen. Das war dann Anfang des 20. Jahrhunderts, durchdrang das tatsächlich dann Europa. Und schon im Ersten Weltkrieg war Gummi so wichtig, dass das damals von Kautschuklieferungen abgeschnittene deutsche Reich, ebenso wie Österreich, in höchster Not war und anfing, eben synthetischen Gummi selbst herzustellen. Es war damals Methylkautschuk, den brauchte man vor allem für Isolatoren in den U-Booten, aber auch in Flugzeugen. Das hat auch funktioniert, aber von dem man brauchte. Und dann im Zweiten Weltkrieg war es die Produktion in ganz großem Stil von Buna, der bis heute weltweit produziert wird, mit Werken eben in Auschwitz und auch anderswo in Leuna, die damals eben in Auschwitz ist tatsächlich dann auch mit der Gummigeschichte ganz eng verbunden. Da gibt es auch die Geschichte von Primo Levi, der dort arbeitet im Kautschuklabor. Aber das sind Bereiche der Gummigeschichte, die ich nicht streife, die aber auch darauf hinweisen, welche extreme Bedeutung, welche strategische Bedeutung Material zukommt und dass Menschen tatsächlich bereit waren, alles dafür zu tun, um sich in den Besitz von Kautschuk zu setzen. So, jetzt zum Standardnarrativ, zur Erfindung des Gummis. Wenn man sich mit Gummigeschichten, auch mit wissenschaftlichen Publikationen zum Gummi beschäftigt, dann stößt man immer wieder auf etwas, was ich mal hier das Gummi-Narrativ genannt habe. Also ein Statt Erzählung zum Gummi. Immer wird gesagt, dass das von indigenen Völkern in Süd- und Mittelamerika verwendet wurde. Den Baumsaft von Hevea brasiliensis, dem hauptliefernden Baum, hat man irgendwie durch Zufall entdeckt. Ja. Zweitens, die Indianer gaben diesem Baumsaft einen poetischen Namen. Ja, das war auch ein Roman von Vicky Braun im Übrigen. Es gibt eine ganz große Vielzahl von Gummiromane. Und dann drittens eben mit Gummibällen, meistens Vollgummibällen, spielten die Indianer, und zwar insbesondere die Maya und Azteken, nackt oder halbnackt. Verlierermannschaften wurden geopfert. Also hier sozusagen so dieses barbarische Opferritual und andererseits aber auch die Kunstfertigkeit, das mit den Hüften der Ball geschlagen wurde. Man hatte da so besondere sozusagen Hüftschurze bei den Azteken und es war eben aus Vollgummi und der Ball musste dann durch bestimmte Öffnungen
geschleudert worden. Also das war dieses Gummispiel der Indianer, und das wird immer wieder erwähnt, insbesondere auch das Tiere-Opfer. Dann ab 18. Jahrhundert angeblich erst Interesse bei den Europäern. Aber was passierte? Ja, diese Produkte, dieses Produkt aus dem Busch, damit konnte man nichts anfangen. Es verschimmelte, wurde klebrig oder auch hart, war zu nichts Nutze. Dann kommt die sozusagen Kehrtwende in der Geschichte des Gummis. In allen US-amerikanischen Gumminarrativen ist es dann der Erfinder Goodyear, der 1809 die einen brauchbaren Stoff macht, die von der Vulkanisation. Ja, und seither, also Vulkanisation ist dann sozusagen, der Gummi wird mit Schwefel gemischt und wird dann erhitzt, und dann ist er stabil, er verschimmelt nicht mehr, wird nicht mehr klebrig, ist das, was wir kennen, also der Reif auf dem Raum und auf dem Fahrrad und letztlich natürlich auch am Flugzeug unten dran, der tatsächlich haltbar ist. Für die Ewigkeit natürlich nicht, gerade wenn der Gummi im Lichte liegt, das werden viele von Ihnen schon festgestellt haben, dann werden auch die am besten vulkanisierten Gummiringe irgendwann eben doch wieder klebrig oder brüchig. Und also es ist eben ein reaktives Polymer, das an Luftsauerstoff dann auch irgendwann in die Knie geht, aber es ist eben doch sehr lange haltbar. Ja, und seither ist Gummi eine strategisch wichtige Substanz der modernen Welt, sowohl für die USA, wie gesagt, als auch für Deutschland war es eben im Zweiten Weltkrieg von erheblicher Bedeutung, sich mit Gummi auszustatten und Gummi zu auch selber machen, in den USA dann versucht worden, weil eben Gummibäume nur in tropischen Regionen wachsen. Hinzu kommt beim Gumminarrativ meistens auch noch Manaus. Manche Urwaldstädte sind eben unglaublich reich geworden. Die Gier nach Gummi führt andererseits aber oben unter den Indianern. Also was wir daraus sozusagen über die indigenen Völker Südamerikas lernen, ist, dass die in diesem Narrativ eben nur als Opfer auftauchen und zweitens eben auch ein Produkt irgendwie ja, durch Zufall gefunden haben, was aber in Wirklichkeit so noch nicht verwendbar war. Es wurde ja klebrig, es wurde bröchig, es war nicht wirklich verwendbar. Erst Goodyear, das ist dann sozusagen so die eurozentrische Periodisierung der Gummigeschichte. Die Vulkanisation als Wendepunkt im ganzen Gummiprozess. So, und wenn man sich nun guckt, also sich wirklich auf ganz einfach mit historischer Methodik und großer Nüchternheit der Geschichte des Gummis nähert, dann zeigt sich eben ein grundsätzlich anderes Bild. Und das möchte ich Ihnen hier vorstellen. Und hier kommt dann tatsächlich auch die große Bedeutung interdisziplinärer Forschung rein, die Herr Koy ja zu Recht auch betont hat. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Einerseits muss man wissen, wie er funktioniert, warum Gummi sozusagen das macht, was er macht, wie man Gummi behandeln kann, das muss man wissen. Auf der anderen Seite bedarf es aber auch einer historischen Methodik. Das ist unerlässlich. Man muss tatsächlich die Quellen lesen, man muss tatsächlich die amerikanischen Quellen lesen, also insbesondere von Bartolomé de Cas, von Oviedo, von Bernabé Cobo. Durchschauen, wo wird Gummi erstmals erwähnt, damit man feststellt, ja, seit wann kennt man das überhaupt? Was haben die Indianer eigentlich gemacht? Seit wann? Wie haben die ihre Produkte behandelt? Waren die wirklich so klebrig? Das alles wollen wir wissen, und das können wir tatsächlich nur, wenn wir mehr als eine Methode verwenden. So, die Kamera kurz mal anstellen, damit Sie weiß nicht, oh nee, noch sehen Sie mich nicht. Jetzt sehen Sie mich, genau. Ich will Ihnen wenigstens ein paar Produkte aus meiner Sammlung zeigen. Das ist so ein indigener Gummiball. Ja? Also der funktioniert genauso wie jeder andere Gummiball. Der ist aus Manaus und ja, springt hier auch durchs Loslasse. Wird aber ganz anders hergestellt als ein europäischer Gummiball.
Und das zeigt sich daran, wenn ich jetzt bei Ihnen wäre, würde ich auch kleine Stückchen Kautschuk brennen lassen. Ending von Gummi. Aber Sie kennen nur den Geruch unseres westlichen Gummis, der nämlich ein unerträglicher Gestank ist. Ja? Aber dieser Gummi duftet wunderbar Harz. Und es ist ja auch nichts anderes. Es ist ein Harzprodukt aus einem Baum. Weil dieser Gummi hier anders stabilisiert wird als westlicher, nämlich ohne Schwefel. Ja? Hinterlässt und übrigens ja auch ein wesentlicher Teil des Plastiks ist. Also der Gummiball. Ja. Was die Indianer, indigenen Völker auch schon hatten, sind Beißschienen. Ja. Hier ist so eine für ein Kleinkind, auch aus Latex gewonnen, also aus Naturkautschuk. Das hatten die indigenen Völker als Beißschienen. Das finden Sie bei Bernabé. Er hat das erwähnt. Ganz wichtiges Produkt, heute bei uns ein Nischenmarkt, das ist ein sogenanntes Klistier hier. Das hatten die indigenen Völker sehr häufig, weil die klug genug waren, ihre gesamten Medikamente eben nicht den Magen-Darm-Trakt passieren zu lassen. Die wurden alle rektal eingeführt, insbesondere die halluzinogenen Substanzen, die ja bekanntlich relativ häufig konsumiert wurden. Also das schon erwähnt, ein Missionar namens Valentin Weigel berichtet darüber ausführlich, vor jedem Festessen geht dann so ein Klistier rum, bringen sich die Leute mit irgendwas da richtig gut in Stimmung und da sind sie einfach gut drauf. Ja? Also das wird auch natürlich medizinisch verwendet bei allen möglichen Leiden. Da kommen wir auch gleich noch, wenn wir noch so ein paar Beispiele sehen. So, und dann natürlich viel Kinderspielzeug. Genauso gut auch Alkorn, das Quietscheentchen ist also in einer Variante dann auch tatsächlich ein indigenes Produkt. Also das ist auch etwas. Und Gummibänder hatten die indigenen Völker auch. Die Gummirubber, das ist eine Erfindung vom Chemiker Priestley. Vorher hatte man mit Brotteig Bleistift ausradiert. Mit Kautschuk, Naturkautschuk, das hatten sie nicht und natürlich Reifen, Autoreifen. Aber alles andere, Gummistiefel, Gummistiefel, weiter, das bei den indigenen Völkern, also dieses Material war schon lange in ganz Amerika, wo, ben conocido. In ganz Amerika, schreibt Bernabé Cobo, und Christoph Kolumbus hatte schon bei seiner zweiten Amerika, in Taino, also Gummiprodukte kennengelernt, werde ich auch gleich noch ein Bild dazu zeigen. Also es ist tatsächlich schon seit langem bekannt in den USA, in Südamerika. So, jetzt mache ich meine Kamera auch wieder. Muss ich Ihnen noch zeigen? Ganz wichtig, hinter mir. Das ist hier der Gummibaum meiner Frau, Ficus elastica. Den hat die irgendwie natürlich wie wahrscheinlich ganz klar setzen, irgendwann geschenkt bekommen und großgezogen. Das ist eine Pflanze, nicht etwa aus Südamerika, sondern aus Indien. Ja, Ficus ist ein indisches Gewächs und ein Baum und Latex spendend. Auch bei uns, wenn Sie jetzt, blüht ja gerade der Löwenzahn auf den Wiesen, kennen Sie alle, wenn man den abreißt, dann kommt da ein Milchsaft raus. Das ist auch Latex. Man kann daraus auch Gummi machen. Es ist daraus sogar Gummi gemacht worden, aus einer bestimmten Löwenzahnart, die sich in Sibirien findet. Tararaxum coxagus heißt die. Das ist eine anders Latex führende Löwenzahnsorte und man hat daraus auch wieder im Zweiten Weltkrieg eben tatsächlich Latex gewonnen und Gummiprodukte hergestellt. Also die Pflanze selbst gibt es auch in der alten Welt. Sogar Bäume, die Latex führen. Aber ist eben niemand bei uns auf den Gedanken gekommen, die Idee gekommen, Produkte daraus zu machen, weil niemand wirklich das Verfahren kannte, um den Latex zu stabilisieren. Wenn Sie den nämlich nur trocknen lassen, bekommen Sie hier auch ein Produkt, das ist auch einige Zeit lang elastisch, aber es wird schnell knetrig und dann wird es kichig und verliert seine Elastizität.
Deswegen ist die Aufgabe, wie kann ich sozusagen diese Eigenschaften konservieren? Das ist die Aufgabe und das ist es, was die Vulkanisation leistet. Man mischt Schwefel drunter, ja, knetet das, hilft schon. Ja. Man kann Schwefel mischen, trocknen lassen, hält wesentlich länger, bleibt viel länger. Die Natriumschwefel in ganz Amazonien gibt es keine. Ja. Hätte es den gegeben, hätten die auch noch diese Vulkanisation erfunden. Die hatten aber das, was ich ein Funktionsequivalent nenne, eine Gummibehandlung to cure rubber, also Gummi zu heilen, ihn von seinen Krankheiten zu befreien. So, jetzt mache ich die Kamera wieder aus und gehe weiter in meiner Präsentation. Das ist, was ich Ihnen eben gesagt habe. Das ist Gott sei Dank ein rechtefreies Bild meines Wissens vom Liebigs Fleischextrakt, was aber auch sehr zeigt. Also hier ein würdevoller Europäer, dem eben diese Gummibälle von naiven Indianern gezeigt wird. Also dieses sozusagen Ihnen allen wohlbekannte Doppelgesicht des Indianers in Darstellen, also große Naivität, die sich auch im Erfinden poetischer Namen dann ausdrückt, einerseits und dann barbarische Grausamkeit im Opferritual. Das ist hier nicht gezeigt, aber das ist sozusagen so das, was das Indianerbild ausmacht und was auch den Indianer als dramatische Figur gewissermaßen in den Kautschuk-Narrativen eben ausmacht. Hier auch nochmal ein Bild der Seite des Kolumbus, ganz erstaunt über diesen Gummiball. Und wenn Sie Bartolomé de las Casas lesen oder auch Oviedo, die sagen immer wieder, das gehört zu den Wundern der neuen Welt, ähnlich wie die Mimose, die irgendwie reagiert wie ein Tier, ist auch der Kautschuk etwas, was auf dem Weg zum Lebendigsein ist. Ja? Man wirft ihn runter und er springt hoch. Also er macht selber etwas gewissermaßen. Er ist selbsttätig. Und bei Oviedo steht dann, ja, der hört überhaupt nicht mehr auf zu springen. Also das ist so etwas erstaunlich. Sie haben uns daran natürlich gewöhnt, aber Oviedo hatte noch wirklich diese Verblüffung. Und Las Casas schreibt, dass Kolumbus eben von seiner zweiten Reise einen Kautschukball mitbrachte, groß wie einen Krug. Also richtig dickes Ding. Ja, man fragt sich, wo ist der geblieben? Vielleicht hat dann irgendein Kind in Sevilla damit gespielt und dann ist er in den Fluss gefallen und auf Nimmerwiedersehen verschollen. Aber es kann natürlich genauso gut sein, dass er irgendwann auch verwest ist. Denn Kautschuk gehört ja leider zum Bereich des Soft Matter, also der weichen Materie, und erhält sich natürlich dann nicht so besonders gut. Also wird irgendwann ist er natürlich dann trotz des ganzen Nutzens. Die indigenen Völker haben ihn auch gerne als Fackel verwendet, weil er ein sehr, sehr angenehmes Licht gibt. Und das kann man sich eben auch nur vorstellen, wenn die ganze Zeit, als es bei uns der Fall ist. So. Ich habe gesagt, Kautschuk ist eine Erfindung. Und das hat auch in diesen großen globalen Narrativen, finde ich, eine große Bedeutung, wenn Sie seine Geschichte, seine Weltgeschichte sich anschauen. Ja, das ist durchaus ein kritischer Historiker, der spricht dann von Biopiraterie und da müsse man aufpassen. Ich bin aber der Meinung, es geht hier nicht um Biopiraterie, sondern um Übernahme echter kognitiver Leistungen, um Übernahme von Wissen, um Übernahme von Erfindungen. Im Grunde um Stehlen geistigen Eigentums, wenn es den Begriff des geistigen Eigentums damals schon gegeben hätte. Ja. Aber damals war das noch nicht so. Es geht mir hier auch nicht darum, normativ sozusagen zu verurteilen, was damals passiert ist. Mir geht es darum, eine neue analytische Kategorie einzuführen, die uns erlaubt, etwas besser zu verstehen, was in Wirklichkeit zirkuliert wurde. Es wurden nicht nur Ressourcen zirkuliert. Es wurden nicht nur pflanzliche Dinge transferiert und anschließend zirkuliert und weiterentwickelt. Dieses indigene Wissen ist die Basis auch für viele europäische Industrien. Weniger die Ressource selbst oder die Ressource selbst als solche hätte gar nichts gebracht, wenn man nicht gewusst hätte, wie man sie weiterverarbeiten könnte, wie man sie wirklich zu einem interessanten Produkt machen kann.
Dieses Wissen aber hatten die Indianer. Und dieses Wissen ist sozusagen auch mit den Produkten gewandert. Die indigenen Völker haben das ja nicht aufgeschrieben. Und in Europa auch weiterentwickelt und worden. Darum geht es. Also es geht tatsächlich darum, die Indianer, die indigenen Völker hatten, sind aktive, kreative Erfinder. Ja? Nicht nur Opfer europäischer Machenschaften, sondern nicht auf Augenhöhe. Und das ist für mich eine analytische, keine normative Kategorie, die uns erlaubt, auch wirklich eine ganz neue Form von Chemie kennenzulernen. Das ist mir wichtig. So, indigenes Wissen. Hier, wie gesagt, es gibt ein Museo do Seringal, Villa Paraíso in Manaus, wo auch ein Film gedreht worden ist. Und da können Sie so die ganzen Kautschukprodukte sich angucken. Also hier sehen Sie links, eben Kautschuk wird gewonnen durch Aufschlitzen von Bäumen, meistens in den frühen Morgenstunden. Da haben die, wie es bei Bäumen üblich ist, den meisten. Unten sehen Sie dann, ja, da sammelt sich dann auch sofort etwas. Aus Sicht des Baumes ist das ein Abwehrmechanismus, deswegen sind da auch ziemlich viele Alkaloide drin. Der verklebt sich selbst, heilt seine Wunde, aber auf der anderen Seite hält er natürlich auch Insekten. Auf der rechten Seite sehen Sie die Produkte, die gemacht wurden. Ganz rechts dann der Gummiball, das ist das, dann nur noch gewünscht wurde aus Amazonien, als man selbst in der Lage war, eben Kautschukprodukte herzustellen. Und unten finden wir dieses ganz wichtige Verfahren, wie man tatsächlich aus Kautschuk haltbare Produkte machen kann, indem man ihn mit ganz bestimmten Substanzen räuchert. Es gibt weitere indigene Entdeckungen und Erfindungen. Ich habe teilweise in Klammern auch daneben geschrieben, ja, welche Verfahren damit verbunden sind. Curare, das hat Thierold in seiner Relation Historique dargestellt. Bei Esmeralda hat er dann erstmals gesehen, wie Curare gemacht wird und hat dann auch gesagt, ja, der ist genau wie ein Chemiker in Deutschland. Der macht das genauso, hat auch denselben Status. Also verhält sich ähnlich. Curare, ein Gift, dämmt. Aber was eine sofort hatten und in die Tat gesetzt haben, Curare wird bei, oder wurde lange Zeit bei vielen Operationen angewandt, weil es die Muskeln entspannt und die Narkose muss da nicht ganz so tief gehen. Das ist das Curarisieren. Heute werden andere verwandt, Aloide vom Strichtypus, die im Curare drin sind, aber es sind ähnliche Strukturen, also das war die Leitstruktur. Chinin kennen Sie als Malaria-Medikament, aber auch als Geschmack, bitterster Stoff, auch ein Alkaloid, in vielen Lemon, Limonaden drin. Kokain wurde auch vielfach medizinisch verwandt, heute ja weitgehend nur noch als Struktur. Tabak, ebenfalls weitgehend, aber auch Anwendungen in der, im Pflanzenschutz, wie Sie bei den Neonicotinoiden gesehen. Das sind Strukturen, die eng an das Nikotin angelehnt sind. Jeder Gärtner weiß, dass man mit dem Nikotin eben auch Pflanzenschutz betreiben kann. Papain, der Fleischzartmacher von der Papaya. Pilocarpin ist ein Stoff, der in Glaukompräparaten drin ist und verwandt wurde. Ja, und dann Kakao natürlich auch als Heilmittel, bei uns eher als Stimmungsaufheller im Gebäude. Und weiter Mais, Erdnüsse. Ganz wichtig, nichts davon kann man einfach so verwenden, vielleicht von Erdnüssen abgesehen. Maniok muss man ungleich entgegen, überall hängen die Prozesse dran, ohne die das Zeug gar nicht verwendbar wäre. Indigenes Wissen, was ist das? Da gibt es Definitionen, aber meistens wird auf traditionelle abgehoben. Das ist aber gar nicht so traditionell, sondern ist auch dynamisch, wenn auch nicht so dynamisch wie das Wissen von Schrift, schriftbasierten Zivilisationen. Es entsteht ähnlich wie modernes Wissen auch durch Experiment und, also sagen wir mal, durch Versuchen und Beobachtungen. Beobachtung nicht die
basiert, sondern nativ und vielfach in die Produkte inkorporiert und kann an diesen auch abgelesen werden. Ich habe das mal unterteilt in Produktwissen, also Produktideen. Beim Kautschuk sind das die Ringe, Gummischuhe, Gummiringe, Bälle. Botanisch-biogeografisches Wissen, führenden Pflanzen, wann geben sie Latte, wie lange, wie holt man den heraus, Prozesswissen, wie kann ich dieses Polymer stabilisieren? Kautschuk ist ja das wichtigste Polymer bis heute und war auch der Pfad zu anderen Polymeren, also Plastik insgesamt ist das Nebenprodukt auf dem Versuch, Kautschuk künstlich herzustellen. Also wie stabilisiere ich das Polymer und wie forme ich es? Also zusammengefasst, es gibt ein Know-how, ein Know-that, das ist das eigene Wissen. Das zirkuliert, indem Kautschukprodukte zirkulieren mit. Darauf wir achten. Kautschukprodukte sind keine Ressourcen, sondern Wissen, Erzeugnisse. So, nochmal illustriert, einerseits botanisches, biogeografisches Wissen, Hevea brasiliensis, da sind rechts die Samen und links so ein Pflanzenhals vom Henry Wickham. Henry Wickham ist eine wichtige Figur in der Kautschuk-Geschichte, weil es ihm gelungen war, 6000 Samen auszuführen, das waren diese Samen hier rechts, da stand ja eine schwere Strafe natürlich vom brasilianischen Staat drauf, er hat es aber trotzdem irgendwie geschafft. Ja, nur viel konnte nicht. Dazu musste er sich wieder das nachhaltigen Stützung. Das war ein besonderer indigener Stamm, eine Ethnie, die am Rio Tapajós hatte. Und die hatte aber beauftragt, eben genau die richtigen Samen auch für ihn zu sammeln. Also wir müssen wissen, wo wächst denn überhaupt dieses Zeug? Auf einem Hektar 150 verschiedene Baumsorten. Also da braucht man eben sehr oft indigene Völker, um den Kautschuk überhaupt zu finden. Also das botanische Wissen. Wie gesagt, Kautschuk, Latex gibt es auch in der alten Welt. Auch Bäume und die wurden dann, nachdem man entdeckt hatte, was die Indianer sich ausgedacht hatten, dann auch in der alten Welt kultiviert. So, dann haben wir aber auch die Produkterfindungen. Das ist die berühmte Sammlung Natterer im Weltmuseum Wien. Das ist aus einer sehr schönen Publikation von dem Vorsitzenden der Kautschuk-Lützen, Pierce, wo so indigene Produkte auch nochmal zu sehen sind. Also Gummistiefel, ganz häufig hat da jeder. Hier sehen wir nochmal auch aus diesem Museum. Hier, das ist auch ein Foto vom Weltmuseum Wien. Nix da an. Aber Gummischuhe schon und einen Hut. Also das wird auch heute, also wie gesagt, noch von indigenen Völkern produziert. Auch die erste Folie mit dem Mundukuru gesehen. Produktwissen, wozu kann man es verwenden? Das wird auch beschrieben, eben diese Klistiere, so sehen die dann aus. Aber sie sehen ist genau dasselbe wie ein modernes Klistier, Gummiringe, in allen Größen, Gummibälle, aber auch, hat zum Beispiel das Museum der Weltkulturen in Frankfurt viele Gummispielzeug für Kinder. So, das Sammlung sind zu groß, aber das ist eben ein Beispiel, so ein Gummiball, der wird in vielen Schichten aufgebracht und jetzt zeige ich Ihnen eben das Prozesswissen. Da gibt es nicht viele Abbildungen. Ich habe einen alten Stahlstich gefunden in einem Buch von Kidder und Fletcher, Brasil. Da sie im Grunde ganz links fängt es an, gezupft aus dem Baum. Also es wird, Kautschuk ist ein an sich erneuerbares Material. Man kann auch diese Bäume lange zapfen, bis sie dann irgendwann über und über mit Narben versehen sind und dann ist gut. Aber wenn man das richtig macht, kann man da immer wieder rangehen. Wurden auch nach Muscheln verwendet als zum Sammeln. So, und dann arbeitet der hier rechts mit dem Verfahren der verlorenen Form. Man verwendet also als Leiste eine ausgetrockneten und mit Sand versetzten Lehmform. Die wird dann hier mit der Latexmilch übergossen und dann in der Mitte sehen Sie im Grunde die Materia Universalissima, den Rauch.
Also jeder Rauch von einem Schwelfeuer ist ein Querschnitt durch die organische Chemie. Besonders aber der von denen hier verwendete Rauch von bestimmten Nüssen, der Palme Attalea excelsa, Ovocorinüsse, wenn die auch weizenden Rauch, im Rauch ist Essigsäure, da ist, sind Phenole drin, also da sind wirklich auch harte Chemikalien, Rauch macht auch krank, ja. Besonders solcher Rauch, wir vermeiden ja auch instinktiv, den einzuatmen, aber deswegen wirkt der chemisch halt so besonders. Der wirkt, der macht das, was der Schwefel und die Vulkanisation von Goodyear machen, indem er einfach den Kautschuk, die Moleküle vernetzt und damit das Polymer stabil macht. Solche Stoffe, wie in diesem Rauch enthalten sind, werden auch heute in der Kautschukchemie gerne verwandt. Das sind Formaldehyd-Phenol-Kondensate. Also hier ist sozusagen der zentrale Teil des indigenen Kautschukwissens. Gibt noch andere Methoden. Ich nenne das Biovulkanisation. Man kann das auch mit einer bestimmten Pflanzenart machen. Morning Glory, die wird auch für psychedelische Experimente verwendet, aber die kondensiert eben auch den Latex, aber nicht so gut wie eben hier dieser Rauch. Das ist die häufigste Methode und auch die einfachste. Also verschiedene Schichten kommen hier auf den Leisten drauf, werden dann in den Rauch gehalten, dann werden die Haare, also wenn visiert, erhöht, dann kommt die drauf und so entsteht nach und nach eben der Gummischuh, der immer ein bisschen riecht wie so ein geräucherter Schinken. Also der hat immer auch so einen ganz bestimmten Geruch. Aber er ist auch wirklich äußerst haltbar, äußerst leitfähig, leistungsfähig. Wir betonen im Pionier, dass die Produkte auch nicht so gut sind wie die indigenen Produkte, aber immerhin ein Ersatz, der den Europäern ermöglicht, eben eine eigene Gummiindustrie aufzubauen. So, also das ist der zentrale Punkt. So, und, ja, möchte ich jetzt auch schon zu meiner Zusammenfassung kommen. Bevor ich das vielleicht mache, einfach ein kurzes Wort zum Prozess von Goodyear. Also sagt, es ist auch und Nordamerikaner, und es gab auch einen Chemiker in Berlin, in Lüdersdorf, der hat schon den empfohlen als etwas, also den, was den Gummi von seinen Krankheiten heilt, ja, also was sozusagen zu einem stabilen Gummi führt. Und dann hat Goodyear aber bekanntlich eben auch das nochmal ein bisschen verbessert und vor allen Dingen Patente darauf angemeldet. Es wird in den nordamerikanischen Geschichten inzwischen nur noch ihm zugeschrieben, obwohl das sicher nicht richtig ist. Man kann das ja in den Publikationen auch nachweisen. Aber das war sozusagen die Geburtsstunde einer eigenen westlichen oder nordwestlichen Gummi. Industrie. Man musste jetzt keine Produkte mehr aus Südamerika importieren, sondern konnte sich nur noch auf den Rohstoff konzentrieren. Also auf die Gummi, Riesengummibälle, die hat man dann zerkleinert, mit Schwefel verknetet und konnte dann eigene Produkte daraus machen. Die auch haltbar. Aber nochmals, die indigene Technik nicht schlecht, sondern die war perfekt abgestimmt auf diese Produktionsumgebung in Amazonien. Dort gibt es keinen Schwefel, aber Holz. Dort gibt es keine Möglichkeiten, mit Metall zu arbeiten, aber man konnte eben genug mit Lehm arbeiten, den man dann sozusagen später, wenn dann die Form gemacht war, beispielsweise bei einem Ball, einfach rauswaschen konnte und damit dann eben auch sogar Hohlformen herstellen konnte. Also man hatte eine komplette eigene Chaîne Opératoire, eine eigene Möglichkeit, nicht zu handeln und alles herzustellen aus dem, was man wollte. In der Tätigkeit, man hatte auch ein funktionales Äquivalent zur Kanzlation. Diese Periodisierung der Kautschuk-Historie in ja, unvollkommenes, nutzloses Instrument, Substanz aus Amazonien, dann kann man es gut hier und dann es tatsächlich irgendwie verwenden, das ist Unsinn. Ja, also davon müssen wir tatsächlich, wenn wir uns wirklich mit der Geschichte der Bedingungen abschieben. Entdeckung Amerikas ist ja ein ganz wichtiges Ereignis für alle Globalgeschichten und auch für alle Anthropozän-Theorien. Es wurden eben nicht nur Rohstoffe expediert,
Deutschland war der Export und die anschließende Weiterentwicklung von indigenem Wissen, die die meisten Stoffe erst wertvoll machte, ihre Inwertsetzung ermöglichte. Und wie bedeutend das ist, kann man nur ermessen, wenn man sich anguckt, ja, auch andere Produkte, die Kautschukindustrie gäbe es. Es gäbe aber natürlich auch nicht die Schokoladenindustrie, denn das muss man ja erstmal, das ist ja nichts, was schon mit der Pflanze gegeben ist. Es muss aus der Pflanze ja gewissermaßen herausgeholt werden, mit einer ganzen Menge Wissen. Es gibt viele Möglichkeiten, das nachzuweisen. Ich habe es jetzt am Kautschuk versucht. Also es ist keine Entdeckung, sondern eine Erfindung, weil er erst durch komplexe chemische Behandlung stabil wird. Aber auch viele Produktideen stammen direkt von den Indianern und wurden bereits von den Konquistadoren bzw. Missionaren als solche beschrieben. Also ich habe das schon gesagt, Bälle, Gummienten, Gummischuhe, Fackeln, aber auch Gummibänder, Regenschutz. Man hat ihn auch als Medizin verwendet, teilweise bei bestimmten internen, also Magen-Darm-Problemen. Wie ja auch Curare öfters als Medizin verwendet wurde, wenn auch als eine sehr riskante. Ja, deswegen das indigene Verfahren der Biovulkanisation darf man nicht als primitiv abwerten, weil es perfekt ist. Es ist ein eigener Gipfel, der auf seine Produktionsumgebung abgestimmt ist. Er kommt mit den vor Ort verfügbaren Substanzen aus, setzt Schwefeuerrauch als chemisches Agens ein und erzielt haltbare und stabile Resultate, die bis weit ins 19. Jahrhundert auch nach Europa exportiert wurden, ja, als Fertigprodukte. Und hier auch gekauft wurden. Zum Beispiel hat die portugiesische Armee gummibeschichtete Tornister bestellt. In 10.000 Stückzahlen. Noch 1850. Ja, da war die, da war Goodyear schon längst als, schon längst tätig. Und wir wissen, dass diese Produkte den härtesten Anforderungen genügten. Wickham betont immer wieder, dass die Gummiprodukte aus Europa nichts wert sind. Dagegen die indigenen Produkte stabil. Der Aufbau einer europäischen und US-amerikanischen Kautschukindustrie gelang erst mit der Erfindung der Schwefelvulkanisation durch Lüdersdorf-Goodyear. Also Vulkanisation ist natürlich ein irrer Begriff, weil der ja irgendwie sofort an größte Prozesse und dramatische Dinge denken lässt. Aber eben diese Periodisierung, dass Kautschuk erst mit diesem Verfahren brauchbar wurde, die ist falsch. Die indigenen Produkte waren auch vorher schon nur in eben sozusagen indigenen Produkte gelöst hat mit Lösungsmitteln, vertrocknen ließ, das war, führte dann zu etwas, was nicht weiter verwertbar wurde und dagegen half dann eben diese Schwefelvulkanisation. Ja, ich habe einige dieser Narrative kurz zusammengefasst, ich habe jetzt aber auch vermieden, einzelne Autoren daraus zu picken, um jetzt auch niemanden zu denunzieren. Aber von diesen Narrativen müssen wir uns eben verabschieden und ich finde es auch wichtig, dass wir dem indigenen Wissen, also den kognitiven Leistungen, auch den Ort einräumen, den sie verdienen. Ich habe auch in einer anderen Publikation auch von der präkolumbischen oder präkolumbianischen Chemie gesprochen, der indigenen Völker. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man die aufarbeitet. Bekanntlich gibt es ja ein entsprechendes Werk für China, Science and Civilization in China, mit einer ähnlichen Motivation. Aber was für China möglich ist, wäre im Grunde auch für Amazonien an der Zeit. Dabei gibt es aber immer noch nur eine einzige Publikation vom Erland Norden's Guild, die heißt The American Indian as an Inventor, wo er wirklich eine ganze Reihe von Erfindungen indigener Völker auch nachweist. Und diese in dieser Richtung arbeite ich eben auch und das ist sozusagen so eine Zusammenführung von stoffgeschichtlicher Methode und wissensgeschichtlicher Methode. Weniger mit einem normativen Anspruch, also mir geht es jetzt nicht so sehr darum, dass man die indigenen Völker jetzt an den Profiten der Gummiindustrie auf eine andere Art auch beteiligt, weil man eben auf der anderen Seite auch sagen muss, der Begriff des geistigen Eigentums kam auch in Europa erst so um das 18. Jahrhundert auf, als die indigenen Produkte längst hier waren. Aber es ist eine analytische Kategorie. Wir können eben geschichtliche Prozesse viel besser verstehen, wenn wir uns klar machen, nein,
Es zirkuliert nicht nur die Ressource, es zirkuliert vor allen Dingen auch neues Wissen. Und dieses Wissen ist das eigentlich Wichtige. Und dass es so ist, wie gesagt, dafür spricht eben, dass es in Europa genügend kautschukliefernde Pflanzen gab, aber niemand hat es eben sich ausgedacht. Bis man eben sah, was die Indianer daraus machten und was es für eine irre Substanz ist, die man wirklich dringend brauchte. Und dann erst hat man auch in Europa beispielsweise den Ficus elasticus, der heute tatsächlich als Demonstration von Bedeutung ist. Man könnte Ähnliches, wie gesagt, für weitere Produkte zeigen. So, ich habe, das hat Herr Koy auch gesagt, mir ist ganz wichtig, dass die Literatur und die Forschungsarbeiten möglichst viel frei verfügbar sind. Deswegen habe ich ihr auch einige Links noch drin, wo Sie das auch nochmal nachlesen können. Da sind dann auch die ganzen Quellen aufgeführt und auch unsere stoffgeschichtliche Methode nochmal. Das Einzige, was leider noch nicht online verfügbar ist, ist jetzt die zusammenfassende Studie Konfliktstoffe. Aber ansonsten finden Sie wirklich alles aus der Geschichte des Kautschuks, insbesondere in der Abhandlung Die Rolle indigenen Wissens in der Geschichte des Kautschuks. Damit danke ich Ihnen sehr. Ich weiß nicht, ob ich durchgehend gut zu hören war. Ich will es hoffen und freue mich jetzt auf Ihre Fragen und Anmerkungen.